Herzlich willkommen zu den Online-Medien Knowledge Nuggets. Heute zum Thema Typografie. In der vergangenen Woche habe ich das Thema Sprache eingeführt und bin zum Ende hin auf die Kodifizierung von Sprache in Form von Schrift gekommen. Das möchte ich heute fortsetzen. Schrift ist ein Mittel zur Konservierung und natürlich Kommunikation sprachlicher Informationen. Und diese Informationen werden mit einem festgelegten Zeichencode auf einem Träger, das kann ein Blatt Papier sein, eine Kreidetafel oder natürlich auch ein digitaler Datenträger, kodiert. Auf Leserseite wird entsprechend dieser Code dekodiert, um daraus die Informationen wieder erschließen zu können. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Schriftarten sprechen, dann ist jeweils die grafische Gestaltung eines Zeichensatzes gemeint. Die Erfindung der Schriftsprache ist weit mehr als 5000 Jahre alt und die ersten Zeichensätze waren im Grunde Bilderschriften, Piktographien, gefolgt von Wortbildschriften, sondern Ideographien. Eine Verknüpfung aus Piktogrammen und Ideogrammen bildeten die Keilschriften, während die Hieroglyphen, die Ihnen möglicherweise als Assoziation kommen, wenn Sie an die altägyptischen Pyramiden denken, wurden Bildschrift und Lautschrift miteinander kombiniert. Erst sehr viel später, nämlich ungefähr 500 vor Christus, entwickelte sich die Schriftsprache im antiken Griechenland weiter, wobei die Griechen das Alphabet der Phönizier übernahmen. Eine Festlegung der Schreibrichtung, wie wir sie heute kennen, von rechts nach links oder im asiatischen Raum von links nach rechts, von oben nach unten, hat es früher nicht gegeben. Erst eine sogenannte Schriftreform, 100 Jahre später, führte dazu, die Rechtsläufigkeit beim Schreiben im antiken Griechenland festzulegen und auch die Buchstaben auf 24 Zeichen zu begrenzen. Wortzwischenräume hingegen, wie wir sie heute als geläufig annehmen, wurden damals noch nicht verwendet. Nach diesem vergleichsweise langen Zeitraum zu Beginn der Entwicklung von Schriftsprache ging diese Entwicklung nachher zunehmend zu einer Entwicklung von Schriftarten. Als ein zentrales Datum in diesem Zusammenhang gilt das Ende des Römischen Reiches. Dabei kam es nicht nur zu einer Veränderung der äußeren Form der einzelnen Schriftzeichen, sondern auch deren Anordnung auf einer Schreiblinie. Darauf komme ich später noch zu sprechen. In der Zeit der Romantik verstärkt sich die Differenzierung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und eine heute noch im weitesten Sinne uns als karolingische Schrift bekannte Typografie hat ihren Ursprung. In der Zeit der Gotik wird die Kernfunktion von Schrift, die Kodierung und Dekodierung von Informationen, ergänzt um gestalterische Elemente. Bis dahin übliche Rundungen in der äußeren Gestalt der Schrift fallen weg. Es findet eine Orientierung an den in der Zeit vorherrschenden architektonischen Stilelementen statt. Heute noch gebräuchliche Schriften, wie beispielsweise gebrochene Schriften oder die französische Renaissance Antiqua, werden um 1500 herum entwickelt. Die sogenannten gebrochenen Schriften gehen auf die gotische Minuskel zurück. Eine durch Luthers Bibelübersetzung sehr bekannte Typografie ist hier die Schwabacher. Eine für uns heute gebräuchliche spezifische Auszeichnung einer Typografie, nämlich das Schrägstellen, das Kursivstellen, war bis ins 16. Jahrhundert hinein noch eine eigenständige Typografie. Erst später wurde diese Form als eine Unterart beispielsweise der Antiqua gewertet. Die Vervielfältigung von Schrifterzeugnissen fand bis dahin handschriftlich statt. Das heißt, Typografien waren spezifische Ausprägungen einer handschriftlichen Umsetzung von Text. Erst mit dem Buchdruck gewann Typografie eine feste Form. Spannenderweise versuchte Gutenberg, eben diese Unregelmäßigkeiten der Handschrift zu adaptieren, indem er verschiedene Versionen einzelner Buchstaben herstellte und im Druck mit entsprechend unterschiedlich ausgeprägten A's, O's, I's und so weiter hantierte. Damit sollte entsprechend die Anmutung einer Handschriftlichkeit hergestellt werden. Mit der Orientierung an architektonischen Stilelementen in der Gotik klang es bereits an. Im 20. Jahrhundert ist entsprechend die Entwicklung der Buchtypografie sehr eng mit der Kunsttypografie verbunden. Eine um 1927 unter ästhetischen Aspekten primär entwickelte Schrift, nämlich die Futura, kennen wir bis heute. Um 1950 herum war es vor allen Dingen die Schweiz, die Maßstäbe in der Entwicklung von Schriftarten setzte. Dem trägt auch der Name einer bis heute geläufigen und viel genutzten serifenlosen Schrift
Rechnung, die Helvetica. Ihnen ist diese Schrift möglicherweise nicht nur vom Namen her geläufig, sondern sie ist auch im Style Guide unserer Hochschule für die schriftliche Kommunikation fixiert. Jetzt habe ich schon mehrfach Aspekte des äußeren Erscheinungsbildes von Schriftarten angesprochen, zuletzt die Serife. Das macht Sinn, entsprechend hier einen kurzen Exkurs zu machen in Bezug auf Schriftanatomie. Ich möchte das am Beispiel der Schrift Georgia aufzeigen. Die zentralen Elemente in der Beschreibung der äußeren Form von Schriftzeichen sind Serifen, H-Linie und Grundstrich. Die einzelnen Schriftzeichen selber sind auf einer Grundlinie angeordnet, während der Abstand bei kleinen Buchstaben von der Grundlinie bis zum oberen Ende eines kleinen Buchstabens als Mittellänge bezeichnet wird. Entsprechend der Abstand vom oberen Ende eines kleinen Buchstabens bis zum oberen Ende eines Großbuchstabens oder eines Kleinbuchstabens, der bis zur Maximalhöhe geht, wird hier von Oberlänge gesprochen. Manche Buchstaben reichen unter die Grundlinie, wie hier im Beispiel das G. Dieser Abstand wird als Unterlänge bezeichnet. Und mit diesen Aspekten der Schriftanatomie lassen sich Schriftarten relativ gut beschreiben. Darüber hinaus sind diese Aspekte maßgeblich, wenn es darum geht, eine für einen vorgegebenen Gestaltungsrahmen passende Schriftart auszuwählen, beispielsweise im Kontext des Online-Designs. Doch nun zurück zur Entwicklung der Schriftarten. Mit der Digitalisierung ist vor allen Dingen auch die Anzahl der verfügbaren Schriften sprunghaft angestiegen. Zuvor war die Schriftentwicklung professionellen Designern vorbehalten. Im digitalen Zeitalter ist es auch Laien möglich, Schriftarten zu generieren oder zu modifizieren. Entsprechend ist heute nicht nur die online verfügbare Vielfalt an Schriftarten sehr, sehr hoch, sondern auch der Zugriff ist vergleichsweise einfach bei häufig günstigen Konditionen im Rechteerwerb. Bei aller Vielfalt findet natürlich auch im Kontext der Schriftarten eine Standardisierung statt. Seit 1964 regelt das in Deutschland die DIN-Klassifikation 16518, die wiederum nicht für sich steht, sondern angelehnt ist an ein Werk der Association Typographique Internationale. Die Vielfalt an Schriftarten versucht die DIN-Klassifikation in 11 Gruppen abzubilden. Diese sind, ohne sich das jetzt im Detail merken zu müssen, zum einen die venezianische Renaissance Antiqua, die französische Renaissance Antiqua, die Barock Antiqua, klassizistische Antiqua, serifenbetonte Linear Antiqua, serifenlose Linear Antiqua, Antiqua Varianten, Schreibschriften, handschriftliche Antiqua, gebrochene Schriften und last but not least sogenannte fremde Schriften. Diese sogenannten fremden Schriften sind auch einer der zentralen Kritikpunkte an der Nutzung der eben genannten DIN-Klassifikation, weil in einem globalen Umfeld die Kategorie fremde Schriften relativ schwierig handhabbar ist. Darüber hinaus gibt es viele neue Schriften, die sich in das historisch orientierte Klassifikationsschema häufig kaum oder auch gar nicht einordnen lassen. Beispiele dazu werde ich zeigen, wenn es vor allen Dingen um das Thema Schriftwirkung gehen wird. In diesem Sinne stellen Typografie und Textwirkung ein Wirkungsgefüge dar. Ausgangspunkt ist der Text, der eine Botschaft enthält, die mittels einer Schriftart kodiert wird. Die Schrift befindet sich in einem bestimmten Umfeld und aus diesem Umfeld im Zusammenhang mit der jeweils ausgewählten Schriftart leitet sich für uns eine Wahrnehmung ab, die verschiedene Aspekte anspricht. Einerseits kognitiv, wir dekodieren den Text, die Schrift wirkt emotional auf uns und neurophysiologische Aspekte spielen insbesondere in Bezug auf die potenzielle Lesbarkeit eine entscheidende Rolle. Daher möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen, dass die Bildhaftigkeit eines Textes für die Rezeption eine große Rolle spielt. Zuerst wird der Text gesehen, als Bild wahrgenommen, dann erst gelesen. Dabei projizieren wir unsere Erfahrungen und Erwartungen immer auf das jeweils gesehene Schriftbild. Wenn Sie auf die hier aufgelisteten Beispiele schauen, dann werden Ihnen manche Schriftarten für den jeweiligen Inhalt als passender erscheinen als die jeweils andere.
In der Penetrierung von bildlicher Darstellung und Codierung kommen wir dazu, mit bestimmten Schriftarten auch bestimmte Produkte oder Dienstleistungen oder Marken zu verbinden. Entsprechend raten Sie mit, kennen Sie diese Konsole? Kennen Sie dieses Getränk? Kennen Sie diesen Film? Oder kennen Sie diesen Zeichner? Während bisher von konventionalisierten Schriftarten die Rede war, möchte ich zum Abschluss noch ein Beispiel bringen, wie Typografie auch zur Markenvisualisierung beitragen kann. Ein in diesem Zusammenhang häufig zitiertes Beispiel ist die Marke Canton, Hersteller von Audio-HiFi-Geräten. Das Logo ist eine Auftragsarbeit, die als Grundlage die Schriftart Avantgarde nutzt, gleichwohl aber entsprechend modifiziert zum Einsatz bringt. Die Stärke der Linien, wie man deutlich sehen kann, nimmt von links nach rechts zu, was für einen anschwellenden Ton stehen soll. Das Logo enthält ferner in der Mitte eine grafische Zäsur, was eine Assoziation mit Stereophonie abbilden soll, eben den rechten und linken Audiokanal. Markenname und Typografie verschmelzen hier also idealtypisch zu einer Textbildmarke, die sinnbildlich für die Funktionalität des Produktes steht. Mit diesem sehr spezifischen, in seiner Wirkung aber auch einzigartigen Beispiel verabschiede ich mich für heute und verbleibe mit besten Grüßen bis zum nächsten Mal.